Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Wir befinden uns bei Nummer 45, das heißt noch 5 Tutorials bleiben übrig. Und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr endlich euer RPG Maker Game exportieren könnt und eine APK für Android erstellen könnt. Diese Methode klappt allerdings nur mit dem RPG Maker MV, nicht für den MZ. Ich komme später auf dem Video noch darauf zurück, warum es nicht mit dem MZ funktioniert. Bevor das Video aber anfängt, lasst mich kurz ein bisschen Werbung machen für meinen Zweitkanal. Ich habe bei meinem 2023 Update Video ja gesagt, dass hier Lost Place Videos hochgeladen werden. Allerdings habe ich mich jetzt umentschieden und die Lost Place Videos werden auf diesem Zweitkanal hochgeladen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an Lost Places und an ein bisschen Outside Zeug, dann abonniert gerne unten in der Videobeschreibung meinen Zweitkanal. Ich freue mich auf euch und lasst einen Kommentar da. Jetzt geht es los mit dem Tutorial. Als erstes müssen wir Android Studio installieren. Hierbei müsst ihr nichts beachten, immer auf Weiter drücken und installieren. Jetzt gehen wir zur GitHub-Seite. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Dort laden wir den Android Silent für den RPG Maker runter. Optionalerweise könnt ihr jetzt noch BlueStacks runterladen. Das ist ein Android-Emulator, mit diesem könnt ihr später eure APK testen, ohne es auf dem Handy kopieren zu müssen. Wir gehen zu unseren Downloads und entpacken den Android Silent. Nun starten wir zum ersten Mal Android Studio. Klickt hier auf Open und navigiert euch zu dem Android Silent. Beim ersten Mal öffnen werden erstmal einige Sachen heruntergeladen. Wartet einfach einige Minuten ab, bis alles abgeschlossen ist. Dies kann durchaus bis zu 20 Minuten dauern, je nach Internetverbindung. Sollte alles fertig sein, müsste es so aussehen wie hier. Klickt nun mit einem Rechtsklick auf App und wählt Directory aus. Nun öffnet sich ein kleines Fenster. Hier wählen wir Debug Assets aus. Nun sehen wir, dass ein neuer Ordner da ist mit dem Namen Assets. Dort werden unsere Spieldaten reingepackt. Dazu müssen wir den RPG Maker öffnen und unser Spiel exportieren. Wählt beim Export natürlich Android aus. Benennt den Ordner noch in www. Diesen Ordner kopieren wir jetzt einfach und gehen wieder zu Android Studio zurück. Markieren mit Rechtsklick den Assets Ordner und wählen Paste aus. Jetzt werden alle Daten reinkopiert. Nun gehen wir auf Build und wählen Build Bundle aus. Dann Build APK. Wartet nun einige Minuten, bis die APK erstellt wurde. Sollte alles geklappt haben, bloppt ein kleines Fenster auf. Klickt dort auf Locate. Falls ihr BlueStacks installiert habt, könnt ihr nun mit Doppelklick die APK öffnen. Jetzt startet das Game auf eurem Android-Gerät. Kommen wir jetzt mal zu ein paar kleinen Einstellungsmöglichkeiten. Klappen wir als erstes mal den Ordner Manifest auf. Dort klicken wir doppelt auf Android Manifest. Dort können wir bei Android Label den Namen unseres Games ändern, das angezeigt werden soll bei der App. Wenn wir Quantel Script aufklappen und dann einen Doppelklick auf dem zweiten Build Quantel machen, können wir, wenn wir runterscrollen, bei Application ID den Namen des gespeicherten Pfads ändern. Wenn ihr ein Update machen solltet, könnt ihr bei Version Code eine 2 oder höher eingeben, damit euer Game geupdatet wird. Bei Versionsnamen könnt ihr die Version des Games angeben, welche der Spieler sehen kann. Jetzt wollen wir noch das Icon von der App ändern. Dazu navigieren wir zu Res und dann zu Mipmap. Hier klappen wir erstmal alle Icon-Ordner auf. Jedes Bild, das ihr hier seht, muss umgeändert werden. Das sind Icons alle in verschiedenen Auflösungen und Formen. Ich zeige euch kurz bei einem Bild, wie ihr dort vorzugehen habt. Kopiert das erste PNG einfach und fügt es irgendwo auf eurem Computer wieder ein. Dieses bearbeiten wir jetzt. Ich mache es kurz rot
Ihr macht dann natürlich das Symbol für euer Game rein, speichert es wieder ab und kopiert es. Fügt es nun wieder in den gleichen Ordner in Android Studio ein. Hier öffnet sich wieder ein kleines Fenster. Nun wählt ihr aus, welches Bild ersetzt werden soll. In diesem Fall war es das Midmap HDI, also das erste im Ordner. Das klickt ihr nun an und klickt danach auf OK. Beim nächsten Fenster wählt Overwrite aus, damit die Datei überschrieben wird. Diesen Vorgang macht ihr mit allen anderen Bildern auch. Nun solltet euer Game auf Android releasen können und den Leuten zum Download anbieten. Viel Spaß mit eurem Game auf jedem Android-Gerät. Jetzt kommt eine ganz kurze Anmerkung, wieso das Ganze nicht mit dem Epic Game Maker MZ funktioniert. Wir befinden uns hier gerade im BlueStacks und wir sehen hier den Epic Game Maker MV. Das ist aber ein Epic Game Maker MZ Game. Ich habe das nur vergessen umzubenennen. Jetzt starten wir mal kurz dieses Game. Und wir sehen, es lädt, aber es kommt kein Bild. Das Bild kommt nämlich erst, wenn man hier irgendwo auf der Seite rumtoucht. Ich touch jetzt mal hier auf diese Seite. Dann fängt das Spiel an. Ich weiß nicht, warum dieser Fehler kommt beim RPG Maker MZ. Mit dem MV funktioniert das alles super. Falls jemand weiß, wie man den Fehler behebt, oder wenn ich später mal drauf komme, wie man diesen Fehler behebt, dann werde ich dazu ein Update-Video machen. Bislang geht diese Methode nur mit dem RPG Maker MV. Das war es mal wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ihr hattet Spaß wie immer. Wenn ihr jetzt noch mehr Tutorials sehen wollt, hier oben verlinke ich euch die Tutorials und bei Fragen unten in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, tschüssikowski.